Ich baue mich jetzt einfach ein bisschen weiter runter. Dann sehen wir ja schon vielleicht, ob da was kommt. Hier wird wieder zappendüster. Ey, Katze! Eine Katze hat mein Mikro umgeschmissen. Wichtig! Ich brauche so viel Eisen. Ich möchte mindestens die Chestplate noch gerne zu Eisen machen und den Helm halt auch. Deswegen ist jede Eisenquelle lieb und gerne bei mir gesehen. Hier ist Bedrock. Dann schauen wir mal. Ich glaube, man muss so 15 Blöcke von Bedrock hoch oder so 10. Brauche ich Redstone für irgendwas? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Aber es ist XP und XP brauche ich zum Enchanten. Stimmt. Ich hoffe einfach, ich brauche keine 30 Level für Soak. Das wäre so nervig. 30 Level ranzubekommen und dann auf Soak zu hoffen auch noch. Das wäre ziemlich kritisch. Ich glaube, ich fange dann einfach mal hier vorne an zu stripmine. Vielleicht kann ich ja einfach was singen oder so. Nee, werde ich definitiv nicht. Aber einfach mal auf mein Glück hoffen, dass wir Dias finden. Jo. Also, jo. Diamanten. Ey, aber geil. Einer ist auf jeden Fall drin. Zwei. Not bad. Es werden, glaube ich, 4 Dias, wenn ich Glück habe, wenn hier hinten noch welche sind, ja. Das sind immer diese Quellen, bei denen... Meine Katze steht mir im Weg, ich sehe nichts mehr. Meine Katze, ich muss meine Katze kurz vom PC runterschmeißen. Ich hoffe, das war nicht so laut. Da könnte ich mir auf jeden Fall eine Dia-Picke mit drin machen. Eine Dia-Picke plus Enchanter wären 5 Dias, dann hätte ich 3 übrig. Damit könnte ich mir theoretisch ein Schwert machen. Jo. Ich habe fast 30 Minuten schon. Und 8 Dias, da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. Aber ich könnte noch mehr Eisen haben. Das wäre halt schöner, wenn ich viel mehr Eisen finden würde. Was war da gerade? Ich schwöre, ich sehe die ganze Zeit Gestalten oder so. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Eisen, 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 Agent P. Tot Nation, yo, Tot Nation, was geht ab, Mann? Oh, ich kann ja jetzt auch mal schauen, ob eine Karotte mein Heal Food ist. Nein, ist sie nicht. Das ist sehr tragisch. Vielleicht ist ja eine goldene Karotte, aber das wäre hart. Und oh mein Gott, es gab ein Problem. Mehr Spielerhäuschen wurde gestoppt. Das freut mich. Yeah. Dias, bitte seid mehr als 2, bitte. Nein, als ob das nur 2 sind. Der Anfang wird halt ein bisschen langweilig, einfach nur hin und her minen und sowas alles equippen. Aber ich glaube, nach einer Zeit werde ich dann auch anfangen rumzulaufen und so. Aber meine Challenge mit dem Soak Trident verbraucht mich halt einfach auch, dass ich gutes Equip habe. Es wurde mir auch gesagt, dass man auch nicht alle Challenges machen muss so, aber ich möchte halt gerne so viel wie möglich machen. Und wenn das die erste Challenge ist, dann denke ich mir da schon, dass es halt ziemlich was Nices ist. Und die möchte ich gerne machen als erste Challenge. Dum, dum. Oh, ich höre Lava. Ich höre Lava. Let's go, da vorne kommt ein Cave. Soll ich an die Overworld gehen und da nach Wasser suchen? Ja, ich glaube, ich brauche Wasser unbedingt, damit ich hier auch überlebe. Oh, bei der Overworld könnten halt natürlich auch Monster sein, deswegen mache ich mir mal ein Schild. Muss ich nur ein bisschen aufpassen, weil stell euch mal vor, jetzt kommt hier gleich um die Ecke ein Zombie oder so, der sich reingeschlichen hat. So wie ich hier jetzt schon Spinnensounds höre von der Cave neben mir. So, hoffen wir jetzt kein Monster. Oh, da ist noch der Wandering Trader. Ist vielleicht in der Zeit ein Trident-Zombie aufgetaucht. Wer weiß, vielleicht. Oh, vielleicht ist Fisch ja mein Essen. Tut mir leid, Felix. Nee, leider nicht. Auf jeden Fall der Fisch nicht. Vielleicht ist es ja der andere Fisch hier, der hier. Roher Kabeljau. Auch nicht. Sorry, Felix, Mann. Also, Deep Slate ist ja ungefähr 0, ne? Die höchste Eisenerzader ist auf Höhe 16. Das heißt, wir könnten jetzt ungefähr, also sind wir eigentlich auf einer guten Höhe gerade, actually, für Eisen. Wenn wir da jetzt genug zusammen. Könnte das tatsächlich was werden? Boah, mich nervt das gerade mit den Pillagern. Da bin ich ehrlich. Das nervt mich jetzt, dass sie so schnell gespawnt sind. Das ist scheiße. Naja, wir müssen da jetzt hoch und Holz holen. Wir buddeln den einfach ein. Ich müsste jetzt eigentlich auch nachts sein oder so, dass wir wieder pennen gehen. Schaufel haben wir. Loch, wo er reinfällt, zumachen, fertig ist der Laden. Die anderen können wir ja töten. Aber den mit dem Banner nicht. Das ist jetzt die taktische Nummer, die wir vor uns haben, die wir angehen werden, die wir durchführen werden. Junge, einfach Jumpscare.
Real Talk einfach Jumpscare gerade. Das war so, oh Mann, ich wollte nicht töten, aber er ist einfach da. So, sind die Atzen noch da, die anderen? Warten erstmal kurz, bis das da unten. Hier können wir eigentlich guten Aussichtspunkt. Schreibt mir nicht, da hinten steht ein Drowned. Hoffentlich ist der Eisengolem jetzt nicht sauer auf mich, aber ich glaube nicht. Hier ist eine Spalte auch. Moin, Meister. Achso, okay, da kommt er raus. Okay, ich dachte, er ist gefangen. Eigentlich alles easy gerade. So, die Jungs sind weg. Da hinten steht. Okay, soll er da sein? Die Spinne macht Spinne-Sachen. Moin, Meister, na, alles fit bei dir. Fische werden übrigens nicht getötet. Das wäre eigentlich nur so als Ausnahme. Weil Fische sind ja Freunde und kein Futter. Ach ja, da hinten ist auch ein Pillager-Outpost. Klar, was auch sonst. Oh, NPC-Karte 3, wait. Ah, da ist der nächste NPC, I guess. Okay. Junge, die Cave-Sounds, die sind immer wieder ein Highlight. Ich liebe sie. Es geht ab, es geht ab, es geht ab, 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 ab. 30 Minuten! Drownies, Mounies. Und Skelett. Moin Meister. Da sind wir jetzt aber in der... Die Junge, stirbt doch. Aha. Nein. Einfach nur nein. Nö, habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf. Wobei, wir können mal einen Apfel essen und gucken, ob der Regeneration macht. Ja, okay, Apfel bringt Regeneration. Aber so das letzte Jahr fast gar nicht mehr. Deswegen bin ich doch gar nicht so intuit. Und was auch nice ist, wir müssen aktuell nicht in Never. Mit den Aufgaben, die wir haben. Oh, da fällt mal, wir müssen noch Flint ranholen, Leute. Ah, klar. Moin. Servus. Moin. Oh, eigentlich ein guter Punkt, weil hier kann ich so viel spawnen, weil hier alles feucht ist. Gute erste 40 Minuten. Boah, perfekt. Boah, ich bin gerade happy irgendwie. Ich lebe noch. Ich habe noch Zeit. Ah. Nett. Wenn das jetzt so unter mir weggebrochen wäre, das wäre richtig funny gewesen. Einfach tot durch sowas. Das wäre Content. Wie läuft das? Und hoffen, dass hier keine Pillager sind. Ja, das sieht doch okay aus. Das halbe Herz zu verlieren. Tragischer Moment an der Stelle. Wir haben auch noch einen Apfel. Mein Fuß ist eingeschlafen. So, und das ziehen wir aus. Boah, mein Bein ist echt krass eingeschlafen gerade. Oh, wir müssen auch Kürben finden. Fällt mir gerade ein. Für den Golem. Haben wir jetzt noch Villager? Das ist die nächste Folge. Also ein hab... Ach, moin Meister. So einen haben wir auf jeden Fall noch. Tot. Tot. Einen. Jo, das ist ein Problem für Zukunft, Felix. Oh, der steht da hinten. Oder, den brauchen wir. Lass den mal kurz rüberholen mit dem Boot. Oh nein. Und dann sollten wir vielleicht doch ein Villager-Hotel bauen oder so. So ein Stack sollte erstmal für eine Session Emeralds reichen. Daraus bekommen wir circa... Also wir kriegen garantiert locker 14 Emeralds raus. Ja, eine kleine Matheaufgabe für euch wieder. Kollege, kriegst deine Emeralds. Boom, boom, boom. Oh, die haben's geändert. Die haben die Hälfte reingemacht. Finde ich ganz interessant, das haben die genervt. Boah, Schweine, alter Schweine, halt, da war es aus. Oh, es gewittert. Netzborn Monster. Ja, hier ist ein Skelett. Sieht interessant aus. Okay. Eine Spinne ist jetzt deutlich schneller und kleiner. So, ganz clean. Oh mein Gott, ein Gewitter. Also wenn ich jetzt vom Blitz getroffen werde, nehmen wir mal an. Wer ist das krasseste Moment in Wilderness? In dieser Staffel? Oh, eine Hexe ist also der Boss, okay. Es geht auf einmal ganz schnell weg, würde ich sagen. Okay. Das wird lustig. Ein Skelettpferd? Was? Das ist ja krass, wenn man das bekommt, aber da spawnen insgesamt 3 Skelette. Dafür manche warten dafür 10 Stunden. Ich bin nicht mal 16 Minuten in der Welt. Ich habe schon den Boss gesehen. Sehr risky, ich weiß. Aber es wird den Regen hoffentlich neutralisieren. Junge, die Skelette stellen sich da runter. Junge, wie schlau sind die denn? KI einfach besser. Siehst du, Leute, ich habe immer noch kein Herz verloren. Man muss hier ganz anders spielen.
Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Das ist Wilderness. Ein Projekt mit Seele. Oh, ich hab grad niemanden. Okay. Das war grad weird. Ich hab's grad gesehen, Leute. Regie. Wo ist der Fletcher? Wo ist der Fletcher, Fletcher? Boah, das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Ey, wie soll ich das jetzt machen? Also der Boss ist dies. Der Boss ist noch da hinten. Der gammelige Boss. Außerdem aktiviert die Glocke, Leute. Um keine weitere Folge weiter zu verpassen, wenn die online ist. Der Eisenbund ist ganz. Das ist ja ganz der größte NPC gerade. Ich greife ihn nicht an, Junge. Also ich gehe auf jeden Fall aufs Skelettpferd noch. Oh mein Gott, ein Esel! Ich will kurz zur Höhle gehen. Um mir nur ein bisschen Eisen mitzunehmen. Also nur ein kleines bisschen. Da kann man reingehen, da sehe ich Eisen schon. Ich gehe da mal nicht ganz rein, weil Höhle und so ist gefährlich. Den will ich jetzt nicht vermiesen. Ich frage mich halt, wie man die zweite Aufgabe bekommt. Kriegt man die einfach so? Ist sie auf der Welt? Oder wird sie nach einer Zeit freigeschaltet? Wahrscheinlich wird sie erst nach der Zeit freigeschaltet. So, wie viel Eisen haben wir denn jetzt hier? 23. Das reicht nicht für eine ganze Rüstung, aber es reicht auf jeden Fall. Junge, wo kommt ihr denn hier? Das ist eine Eisenhöhle. Das reicht auf jeden Fall für erstmal eine gute Ausstattung. Wie gesagt, erste Folge für mich Equip-Phase und dann gehe ich mit straight off die Aufgaben ein, weil es für mich sinnvoller. Ich warte auf das Skelettpferd. Soll ich aufs Skelettpferd gehen? Also mit dem Bogen können wir auf jeden Fall was machen, Leute. Und zwar auf Distanz bleiben. Will ich das wirklich machen? Ich glaube schon. Was ein Fight, Digga. Und ich hab Schaden bekommen. Weg hier. Die halten echt viel aus, die Skelette. Ah, ich hab das zweite Skelett gekillt. Wichtig. Puh. Besser Bogen. Oh, da ist noch einer. Let's go! Wie cool ein Skelett wäre das. Wir können außerdem schon reiten, ne? Also die sind schon mal richtig cool. Ja Mann, frisst dein Gras, den Knochen. Junge, das ist schon cool, das ist schon stylisch. Als ob sie das Monster zählen. Lass mich verarschen. Skelettpferde sind keine Monster, sie sind Lebewesen, die Gefühle haben, die greifen dich nicht mehr an. Folgendermaßen, Leute. Ich würde sagen, wir gehen Strip Mine. Ich mache die langweiligen Dinge, ich weiß, tut mir leid, aber ich bin halt ein Survival-Dude. Und Survival-Dudes kämpfen fürs Überleben. Können wir mal bitte darauf klarkommen? Bitte? Dass diese zwei Mobs nebeneinander stehen. Ich weiß, Bedrock ist nichts Besonderes. Ist aber trotzdem heftig. Dann zu sehen. Wir müssen noch ein Haus bauen. Das müssen wir auch noch machen. Kommt dann, wir haben noch 16 Stunden Zeit. Das ist nicht für ein Haus, Junge. Das wäre Quatsch. Wir wollen uns jetzt kein übertrieben Mühe geben. Für ein Haus. Also das ist jetzt kind of disgusting. Ich will ihnen einen Namen geben, aber ich glaube, das bringt nichts. Weil wir ihn nicht mehr wiedersehen. Immer vorsichtig bleiben. Ich brauche Gold. Ganz wichtig. Ich hab 13 Äpfel. Und will sie gerne einsetzen. Hallo? Ist hier jemand? Er hält ein bisschen mehr aus. Was war ja. Das war jetzt so verdammt klar. Na, da wird auf jeden Fall das Lustigste. Wenn ich überhaupt dazu komme. Ich muss doch sagen, Schwimmen in Bedrock ist so dermaßen schlimm. Ich würde sagen, wir bauen das irgendwo straight runter. Aber wir müssen noch ein bisschen Holz mitnehmen. Für Trapdoors und so ein Kram. Ich weiß nicht, ob das überhaupt hier geht. Kann man das überhaupt machen? Das weiß ich gar nicht. Das Skelettfeld geht's gut. Mit dem Running Trainer, was? Der Test der Welten. Und zwar kann man das überhaupt machen. Ja, es geht. Ich bin nicht so erfahren, was Ultra Hardcore angeht, wenn ich ehrlich bin, aber ich gebe mein Bestes. So, 13 Eisen, wir brauchen 24 insgesamt für Full Iron, ne? Etwa Half, wenigstens Half Iron sind wir jetzt, wenn wir das jetzt schmelzen würden. Okay, Mobs haben ja keine Lust gerade.
Im Full Deer würde ich sogar sagen, ja, ich habe richtig Angst habe. Im Full Deer würde ich sogar sagen, ja, da würde ich vielleicht eine Nacht machen, mehr auch nicht, weil die Nacht straight natürlich auch extrem. Und es könnte mir sogar vielleicht noch killen sogar. Da vielleicht ein bisschen Pussy-mäßig, wie ich spiele, aber was soll ich machen? Ich bin noch nicht so erfahren, was Ultra Hardcore angeht. Wo er wahrscheinlich der Erste sein, wo drauf geht. Auf der Ofen hat man einfach mal oben lassen, ne? Wolle behalte ich. Eine fucking Schweizer Flagge zu bauen. Ich muss ein Zeichen setzen. Wenn ich das Ganze vielleicht schon gewinnen könnte, dann muss ich ein Zeichen setzen. Na, vielleicht gewinne ich auch nicht. Ist eigentlich auch völlig egal. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens vielleicht 3 Tage oder 4 Tage überlebe. Aber das sieht eigentlich momentan richtig gut aus und sind voll albern, wenn eigentlich ganz okay ist auch, sagen wir so. Was ist mit dem Essen eigentlich? Er gibt keine Regeneration. Gehen jetzt zurück und laufen mal in die andere Richtung. Wir waren nicht im Dorf, unbedingt eigentlich. In der Nacht, weil es sich immer eingebaut. Das Problem ist einfach, es fehlt mir jetzt Fluren Dschungel und Mangrovenbiom. Also jetzt gerade ist es wahrscheinlich nicht möglich, weil ich habe keine Ahnung, wo es sein könnte. Wenn ja, wenn ich wüsste, wo es wäre. Ja. Aber jetzt haben wir können 21. Dorf sieht ja momentan ein bisschen schlecht aus. Ist aber nicht so weit von hinten. Aber. Politik ist ein Dorf, hast gesehen. Okay, wir haben das Dorfproblem gelöst. Mein Plan ist jetzt, das Dorf hier ein bisschen zu verbessern, mal ein bisschen durchzuschauen. Und am Ende einfach, eine Kiste, glaube ich, kurz. Ist jemand, das vor dem Tag hat, kann sich kein Mensch mehr antun. Kein Mensch wirklich nicht mehr. Das ist cool, wenn wir jetzt nach oben machen, ja, auch noch. Ja, ich weiß halt nicht, ob Karotten, ja, goldene Karotten vielleicht. Ja, was ist denn? Bitte. Weizen Trade. Weizen und Apfel. Weizen und Apfel habe ich gesagt. Krass, ihr redet schon, ne? Enkel. Okay. Ja, direkt auf. Ach so. Okay, du hast direkt auf. Bin ja cool, ne? Okay. Wir müssen Apple traden, so gibt's ja, später. Denke, das mit der Villager könnte es sehr lange dauern. Wenn ich jetzt Looting 3 haben will und Fire Aspect, könnte es sehr lange dauern. Aber wir könnten nach dem Seegurken Ausschau halten. Seegurken brauchen wir auch noch. 4 Stück, glaube ich, ne? Schau mal kurz. Ich habe das Gefühl, ich muss dich hier erst rausverbannen, weil ansonsten machst du nachts die Tür auf und zu. Guck mich an. Kommst du damit klar, wenn du hier die Tür nicht auf und zu machst? Hoffentlich. Hoffentlich. Ansonsten fliegst du raus, ich sag's dir. Wir können aber, um herauszufinden, ob ich vielleicht gebratene Kartoffeln mag, erstmal Holz, Stein holen. Du bist im Weg. Jetzt nicht mehr. Verpiss dich. So. In der Wüste Stein holen, ja, das, ich könnte hinten da zur Pyramide und hoffen, dass es da Stein gibt. Easy. Wie schwierig. Es war so klar. Ah, Stein. Okay, dann lass mal gucken. Eisen, immer gut. Ja, für den Arsch. Oh, Schärfe 2, sah ich nicht rein zu. Der Sattel, auch wichtig. Pferde sind langsamer gemacht worden. Aber Kamele? Wie schnell sind Kamele? Ich weiß es nicht. Oh mein, es ist Nacht. Planänderung. Wir gehen ein bisschen campen. Mit so ungefähr sehr wenig Fackeln. Ach ja, da habe ich meine Fackeln. Habe ich noch 3 über? Ja, egal, passt schon. Ich höre hier irgendwas schwimmen. Ich wusste, hier ist Wasser. Oh, tschüss. Und dann ab geht's, ne? Ja, das ist jetzt Granit. Ich fühle mich wie ein Minecraft-Rentner. Wie Connor. Ja.
dummes Eisen, schon mal gut. Eine Schlucht! Oh mein, das geht echt, echt tief. Ich will nicht mehr Cobblestone verwenden. Oh nein, ich wäre gerade nicht fast rückwärts hier runtergelaufen. Gott, habe ich mich erschrocken. Bro, wann will ich eigentlich Hunger bekommen? Also die Sache ist, die Challenge da. Schön und gut Sachen farmen. Aber es dauert halt erstens. Und zweitens... Oh, mit den Villagern könnte ich sogar... Ich sag mal, möglich einen Smaragd relativ easy kriegen. Außer alle sterben jetzt, während ich weg bin. Wenn es insgesamt irgendwie für die anderen Challenges jeweils 20, 30 Punkte gibt, die einfacher sind, dann lohnt es sich gar nicht, das zu machen. Wir müssen jetzt hier irgendwie runter, aber ich sehe da schon ein potenzieller Spot, wo ein Skelett mich campen könnte. Okay, jetzt will ich wissen, wie viel hast du drauf? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ich habe irgendwo eine große Eisenquelle gesehen. Bin ich dumm? Da. Oh, aber dann aufpassen, dass ich nicht gejumpt werde. Nein, nein, nein! Ich will eigentlich nicht fighten, bevor ich weiß, was mein Essen... Oh, okay, ich hab... Karotten, bitte. Bitte Seite. Hurensöhne. Werde eine Karotte braten, weil dann zählt es ja als anderes Item. War das, wo ich herkam? Ich habe einen Schutz 3 Goldhelm. Also, Goldhelm ja, aber Schutz 3. Und ein Iron Chestplate. Oh mein Gott. Das wird actually schwer. Bitte sei das Ding, was mich healen kann. Digga. Oh nein. Es dauert das wieder Jahre. Und die Sache ist, ich will nicht nochmal darunter. Und es ist gerade Tag, was sehr gut ist. Da. Ich hab's gesehen. Ich höre einen Villager. Aber kein Zombie-Villager. Okay, es ist gerade nicht hinter mir, wenn ich hochgehe. Jo! Okay, schießt das gegenseitig ab. Ich hab keinen Bock. Okay. Eins von zwei fertig. Wo, warum ist der Villager hier? Ach, die. Jo! Ich hoffe, das war der richtige. Ich glaub schon. Oh mein Gott! Das war close, ne? Bitte sei nicht hier drin und drinnen. Bro! Okay. Okay, es sind nicht Kartoffeln, es sind nicht Karotten. Ich muss irgendwie an Fleisch kommen, weil langsam gibt mir die Option. Du willst jetzt nicht hier reinkommen. Ha? Da ist der Ausgang. Wirklich. Aha. Wir könnten einfach mal so das verfahren, Kamel. Ha? Oh, bist du sauer? Tut mir leid. Digga, wie dumm. Okay, wir können, hätten wir vielleicht früher starten sollen, das Eisen schmelzen. Goldhelm mit Schutz 3 oder Eisenhelm. Wir müssen auf jeden Fall los, Fleisch finden. Ich bin jetzt schon Half-Life. Obwohl ich mich echt angestrengt habe. Ich hätte so viele Klippen runterfallen können, ne? Gehen wir einfach zu dem NPC und lassen den ersten einfach in Ruhe. Weil der einfach unverschämt fehl will, den Goldapfel für einen absoluten Notfall haben. Also, ab geht's. Oh mein Gott! Alter! Oh, das ist mal ein massiver Troll, wirklich. Wenn das irgendwer per Hand platziert hat, ich hasse euch. Oh, warte, wir probieren jetzt die Gebete. Useless. Gibt's irgendwo... Bro! Wahrscheinlich gehe ich jetzt da runter. Bitte, 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 bitte. Was? Heilhuhn. Brauche ich wieder Ewigkeiten, bis ich Hunger habe. Da muss es ja. Also ich werde die. Ich,
wenn ihr die roh gemacht habt, dann seid ihr absolut ehrenlos, aber Bro, was sonst? Schaf und Kuh bleibt erstmal noch, das war's. Es soll 6 Essen geben. Ich will ein Bett haben. Ich möchte kein Bett, ich will ein Bett. Nein! Verpiss dich. Ich hasse Skelettens in MCPE. Verpiss dich. Warum ist hier die Witch? Wo ist die Witch? Alter, warum macht er... Ich geh wieder gleich hoch, Alter. Wo ist die Witch? Okay. Okay, ruhig. Und es regnet draußen. Nee. Und es regnet. Die Mobs sind doch da noch am Leben, oder nicht? Oder habe ich mir eingebildet, dass es dunkel wird? Ich habe keinen Bock drauf. Hier hoch. Hol eine Mauer hin. Dass ich mich ankern kann. Frieden sein kann. Ich brauche mir jetzt eine Schere. Und noch. Ist eine Rüstung. Ich hab mir jetzt. Jetzt habe ich mir 2 Scheren gebaut, ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Sei keine Pussy, du verfickter Bastard, ey. Oh! Okay. Er hat so viel Schaden gemacht, dass es geht. Nee. Oh. Okay, komm her. Okay, der andere hat nur entspannte Dings gehabt. Okay, Vorsicht und gut. Komm her. Eine Wolle. Oh, Dicker. Du, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich, ich hoffe. Okay. Alter, ich bin hier die ganze Zeit nur am Ragen. Nur am Mad sein. Ich bin, glaube ich, der Einzige hier, der sich so verhält. Der Einzige. Ich habe das Gefühl, ich werde gar keine Quests machen. Darauf habe ich mich gar keinen. Digga, wie viele Monster sind da hinten und warum ist da eine kleine Spinne? Kuss an dich wieder. Komm her. Oh! Oh, oh, oh nee, es kommt noch ein scheiß Creeper, ey. Komm, explodier doch gleich. Ich werde hier zum Dildo, ne? Auf der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Oh, Digga, willst du mich ficken? Nochmal. Wo ist hier eine scheiß Höhle? Deswegen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich alles denke, irgendwie, dass alles zu overpowered ist. Ich baue mal jetzt Brot. Vielleicht ist das ja das Ding, was mich hält. Oh nein. Das weiß man ja jetzt nicht. In der letzten Staffel wurde ja gezeigt, so ja, was heilt mich und so. Diese Staffel wird es nicht gesagt. Ich sag mal so, wie es ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die letzte Staffel viel leichter jetzt eigentlich ist als jetzt diese. Ich glaube, ich gehe wieder. Hallo? Das Ding ist so eine Hexe. Dios! Let's go. Okay, danke, Fongikus. Danke an alles. Ich verpisse mich. 2 reichen mir. 2 reichen mir. Tschö. Erste Stunde Dias. Let's go. Ist einfach zu einfach. Es ist zumindest hell. Achso, ja, draußen sind ja immer noch deine Spinnen. Warum hat die... Der hat nur ein Fleisch gerippt. Verpiss dich. Guck. Range. Ich höre dir, wenn jetzt verrottenes Fleisch irgendwie sowas sein kann, dann wäre das schon scheiße. Warum höre ich ins Geld? Ich verpiss mich. Ich verpiss mich. Alles gut. Alles gut. Ich verpiss mich. Guck mal, irgendwas von den Dinger. Digga, der Held. Wie viel Helden das... Digga, einfach Yoshi. Dürne, wenn du das hörst, wünsch mir Glück, ne? Und Flame, bitte? Lass mich einfach. Hör auf mir Twitter-Sachen zu schicken, bitte. Wenn ich hier sterbe, werde ich mein Erbe an meine Katze weitergeben. Mann, ich suche nur noch ein Schaf. Oh, ich soll mal nach dem... Wo ist das Ding? Hier, das Ding. Das soll ich mal nachschauen. Oh, ich gehe in die Verdächtigung. Ich soll mal nach da hingehen. Ist da hinten was? Ein Dorf! Let's go! Let's go! Ein Bett, Alter. Ein scheiß Bett, ey. Warum? Alter, bin ich behindert oder so? Okay. Habt ihr... Ja, können wir die Fresse halten, danke. So. Okay, oh. Ich ficken, ich will das essen. Willst du mich ficken? Ich wollte die Scheiße fressen. Oh. Mal schauen. Schade. Ich brauche eigentlich von allem nur 1. Und dann... Digga, ein Scheißhuhn kann 2 Hits aushalten. Alter, was ist denn das, ey? Was wollte ich jetzt machen? Boah, Digga, Bro, was für eine Maschine, Digga. Guck ihn dir an, Alter. Bro, geh weg von mir. Der Typ kann mich höchstwahrscheinlich one-shotten, Alter. Puh. Oh, okay. Wir sind safe, ey. So, easy. Das wird easy. Vertraut mir, Jungs. Lasst mich kochen. Weil noch die muss ich auch noch aussetzen. Hasenfleisch. Komm her. Easy Gamer. Easy Gamer. Digga, erstmal komplett verfehlt, ey.
Sollte mir springen. Oh, guck mal, jetzt haben wir eins. Was nehmen wir? Ich nehme mal Sweet Belly. Hä? Yo! Was? Bitte was? Okay, warte. Bitte was? Bitte was? Speed? Johoho, moin. Also, dann manchmal denke ich mir so, wie wäre das Leben, wenn man ein Lachs wäre? Das ist ja schon irgendwie... Willst du mich ficken? Wo soll die sein? Wenn die hier ist, ich fick die. Ich will noch schauen. Ich will noch die anderen austesten. Ich will noch schauen, es gibt ja mehrere. Okay, das macht nichts. Nee, warum ist da noch so ein Scheiß? Oh. Ich hab keinen Bock, die Dinger zu töten. Dazu noch kommt ein Raid. Ich muss einfach da aus. Ich gehe da ein bisschen nicht hin. Ich mach nicht den Tod Nation und mach jetzt hier einen Raid oder so. Oh, ich muss die Fische ja auch noch testen in gebraten. Ich muss noch mehr Fische töten. Ach, Felix. Und dann gibt's auch noch Tropenfische. Kugelfische werde ich definitiv nicht essen, da heile ich mich lieber mit Goldäpfeln. Hier habe ich ein bisschen Respekt vor. Okay, das hier kann ich einsammeln. Oh, Dias. Jo, Digga. Ups, nein. Zum Glück habe ich auch einen Apfel. Ich hatte doch einen Apfel, oder nicht? Ich könnte schwören, ich habe am Anfang der Folge einen Apfel eingesammelt. Okay, dann schauen wir mal. 12 Dias, vielleicht mehr, hoffentlich, hallo. Mit 12 gebe ich... Ah, 9, weil ich habe eine Dia-Picke gemacht, ich war gerade so, was? Warte, wie viel brauche ich denn? Ich brauche eigentlich nur 4, ne? Nether will ich vielleicht gehen, in den Netherit. Obwohl, möchte ich da überhaupt rein? Boah, ne, ich brauche mir eine Eisenpicke, bin ich dumm? Jo, okay, Cave Sound, ich gehe ja schon. Ich kann ein Feld anpflanzen für die Karotten. Boah, Angeln wäre halt auch nice. Ich bin ja schon am Wasser. Oh, da hinten brennt. Der Herobrine ist in meiner Welt. Das ist eine Mesa, mein zweiter Task. Wir haben ja alle dieselbe Welt, also müssen wir auch alle an denselben Orten die Tasks haben. Vielleicht ist da Deja gespawnt. Und Deja hat gerade den Task von dem Ort. Oh, vielleicht haben wir alle dieselben Tasks, aber halt auf die verschiedenen Spawns verteilt, weil es gibt 7 Tasks und 7 Spieler, glaube ich. Und dann habe ich einen harten mit dem Soak Trident als Task. Wohl, oh mein Gott, ich bin ja auch so blöd. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich den Soak Trident ja gar nicht dem NPC geben muss. Ich muss ihn ja einfach insgesamt auf der Aufnahme haben. Das hat er ja eben gesagt. Also ich kann doch vom Spawn weggehen. Ja, ich glaube am nächsten Tag hau ich ab. Junge, was habe ich für Glück heute, jo. 2, 3, 4, jo, mein Gott. Ich könnte mir einen Dia Chestplate und Dia Helm machen jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob die anderen schon so weit sind wie ich. Das war mein Fehler. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich den hier abgeben muss, aber oh mein Gott. Wenn das jetzt... Ich weiß nicht, wie viel das sei. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, ich bin Full Dia, ne? Das sind auf jeden Fall 8, denn ich bin fast Full Dia. Ich habe 24 Dias, damit kann ich mir jetzt Full Dia machen und dann brauche ich noch 4 weitere. Dann könnte ich mir ein Schwert und einen Enchanter machen. Ich farm jetzt noch die 2 Dias, die 4 Dias meine ich, mindestens 2 auf jeden Fall noch. Und dann mache ich mir Full Dia, behalte noch 2 für einen Enchanter und dann gehe ich hoch, weil dann möchte ich auch eine Weile erstmal nicht unbedingt Strip minen. Ja. 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 2. Hier, es sind genau 4. Es sind genau 4. Ich habe in der ersten Folge schon Full Dia. Das ist sehr, 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 sehr stark. 7 Attack Damage. Wechseln wir auch gern aus. Disqualifiziert wegen X-Ray wahrscheinlich. Nach einer Stunde habe ich, glaube ich, nicht ge-X-Rayed. Erst dann eine Dia-Rüstung. Also das wäre schon ein bisschen arg schwach. Okay, ich muss jetzt einfach nur die Spinne hier killen, ohne dass sie mich haut. Spinnen sind ein bisschen tricky. Das ist eine Cave Spider. Warum ist sie so klein? Diese Aufgabe muss nicht bei den NPCs abgegeben werden und es existiert kein Zeitlimit. Ich kann weggehen. Ja, ich glaube, ich würde dann meine Karotten hier essen, weil die irgendwie doch nicht wachsen wollen. Digga! Nee. Okay, jetzt kann ich die auch direkt braten und kann schauen, ob gebratener Fisch mein Healing-Item ist. Das wäre halt... sehr angenehm. Dann schauen wir mal, ob gebratener Kabeljau mein Healing-Item ist. Nein, es ist nicht. Ich hätte jetzt auch theoretisch das verrottete Fleisch essen können, aber ich finde, jetzt habe ich schon einen gebratenen Lachs gegessen. Jetzt ist es zu spät.
Leider nicht. Beides nicht mein Healing-Item. Nein, 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 nein. Wenn jetzt Phantome kommen, dann war's das. Ich gehe ja gerade schon so gut wie allem aus dem Weg, so gut ich kann. Und dann kommen Phantome. Verbrenn, du Pissweh. Sag mal, wie lange braucht denn dieses Tricksviech da oben? Ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit angeln, aber angeln ist halt ein guter Essensanteil. Okay, gebratenes Kuhfleisch ist nicht mein Healing Food leider. Digga, dieses Viech hat aber auch in Millionen Herzen oder so, hä? Ich hab da ein bisschen Angst vor. Ja, endlich. Wollte ein Buch draus machen, damit ich direkt einen Enchanter machen kann. Damit ich Inventarplatz spare. Hier unten ist Farbstoff. Nein, 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 nein. NPC-Karte. Ich kann ja mal dahin laufen einfach. Da ist ja noch ein Ruined Portal, vielleicht ist da noch Equip drin. Wenn ich da jetzt hinlaufe, so von Ort zu Ort und mir immer aufmerke halt, was ich für Tasks habe, dann kriege ich die auch sicher fertig eigentlich. Vielleicht muss ich ja Schneemänner machen oder ein Eisengolem. Da ist auch sogar ein Village in dem hier auf der Karte angezeigt. Ich darf aber jetzt auch nicht mehr jumpen, weil sonst bekomme ich... Hallo? Hallo? Minecraft hat sich beendet. Aber das hatte ich tatsächlich auch noch nie, dass sich Minecraft einfach so geschlossen hat. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht einschätzen, wie weit diese ganzen NPCs voneinander entfernt sind, weil, naja, also es kann sein, dass ich jetzt eine halbe Stunde lang laufen muss einfach in jede Richtung. Kann aber auch sein, dass ich die direkt alle finde. Was ist da im Wasser unten? Schauen wir mal, ob rohes Schweinefleisch mein Heal-Food ist. Nein, es ist nicht. Schauen wir mal, ob rohes Hühnchen mein Heal-Food ist. Nein, es ist auch nicht. Behutsamkeit. Aber nur auf der Schaufel. Boah, ein Outlast hier zu bauen mit so einem Kreis hier rum und rumrum so ein Plains bisschen. Ein Dschungelbiom, das anfängt. Das wäre doch geil. Oh mein Gott, was für ein Kekse mein Safe Food sind, Digga. Da hätte ich gar keine Lust drauf. Kekse, das macht sogar Sinn, weil die geben nicht viel Essen. Ich glaube nur so 0,5 oder so. Vielleicht war es auch geplant, dass ich Kekse finde, weil direkt auf meinem Weg zur anderen Karte halt ein Dschungel kommt. Oh, Melone, Golem. Vielleicht ist das mein Heal Food, wer weiß. Oh, ein Panda. Jo, was geht, Jungs? Nein. Hexe? Da habe ich gar keine Lust drauf. Aber wo kann die sein? Eine Hexe kann ja nicht einfach so hier in der Overworld spawnen, oder? Töte den Panda extra Punkt. Nein, den Panda töte ich nicht, weil die haben extra Herzen. Und weil Pandas cool sind. Hey, der Stream ist doch nice. Ozelot. Stirb, Hosehornisse. Oh. Er hat mich weggepfiffen, ich darf doch nicht. Oder Creeper Ozelot. Töte ich den nicht. Weil die töten Hühnchen, glaube ich. Let's go. Yo! Okay, warum flüstere ich gerade überhaupt? Das macht gar keinen Sinn. Aber wir brauchen auf jeden Fall Gold für unsere Generation. Hier sind Dias. Hier sind Dias. Und da sind Dias. Und ein Creep. Und jetzt waren die ganzen Monster. Jetzt waren die Monster. Von denen ich gewarnt habe. Unser First Deer. Zwei Dias. Ein Mindshift. Weil wir vorhin, bevor ich das hier gespielt habe, habe ich gesagt, ja, ich gehe keine Höhlen rein. Auch ich gehe in eine Höhle rein. Zum Beispiel für die Zuschauer, YouTube-Zuschauer. Ich mache keine Fackeln. Ich bin nicht so ein Fackeltyp. Wir haben gleich eine Stunde. Das ist schon mal ganz gut. Ich würde sogar sagen, ich strip mal noch. Das nochmal, Dias. Meine Dia-Glücksträhne ist gerade ein bisschen insane. Und ich würde sagen, ja, war eine erfolgreiche erste Folge. Moin YouTube, willkommen zu einer weiteren Episode der Aufnahme von Wilderness. Wir sind bei der ersten Stunde angekommen, jetzt kommen wir zur zweiten Stunde. Heute ist besonders, wir machen heute unsere wichtigen Sachen. Wir bauen unser Haus, das machen wir zuerst. Wir machen vorher, machen wir unseren Enchanting Stuff, farmen Dias und dann bauen wir unser Haus, machen unsere erste Aufgabe und dann sehen wir weiter. Wir spawnen Monster, hier ist nix, aber wir sollten uns auf jeden Fall ich muss auf die Toilette, das ist doch doch... Mann! Darf ich nicht auf Toilette gehen? 1, 2. Wir haben 4 Stück, okay, sehr schön. Okay, für die YouTube-Zuschauer, es tut mir leid. Machen wir es mal ein bisschen heller hier. Nur für euch, liebe Damen und Herren. Wir machen unseren Enchanter. Und wir machen uns mal ein Dia-Schwert. Sharpness 1, sehr schön. Und zwar brauchen wir folgendermaßen nicht das Schleif-Stonecutter brauchen, wir brauchen den. Wir brauchen den hier, den Grindstone.
Machen wir einfach rein. Ja, es ist Schmutz nur drin. Ich brauche unbedingt Lapis. Hier ist irgendwie alles. The biggest cave in the life. Ich meine, es ist okay, wir haben Goldäpfel. Wir können uns regenerieren, theoretisch. Ach komm, die Hexe ist schon wieder hier. Wo ist die Hexe? Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin ehrlich. Irgendwo muss eine Hexe sein. Hm. Oh, hier sind nochmal Dias. Oh nein. Oh nein. Essen wir unseren ersten Goldapfel. Die ganze Zeit in der Höhle zu laufen ist ein bisschen quatschig. Hm. 15 Dias. Essen wir nochmal einen Goldapfel, damit wir voll sind. Einfach so sicherheitshalber. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig. Ich will aber noch ungefähr 9 Dias mitnehmen. Die Situation. Wir können auch voll die später farmen. Also grundsätzlich geht es ja darum, seine Aufgaben richtig zu machen. Und das tue ich. Sehe so ein Gold ist meine Lebensquelle in diesem Projekt. Wenn ich Gold finde, habe ich mein Leben wieder. Habe ich sofort mehr Leben. Kurz, dankeschön. Das ist weg. Rennt um mein Leben, euer ihr Gesellen, Alter. Und zwar gehe ich zu diesem Dude da, Rowley, aka Rowley. Ja, holen wir unser geilen Village immer ran. Protection 4. Ist Pflicht. Ah, hier ist Rowley. Okay, wir haben hier folgende mal hier noch Glas hier, das können wir mitnehmen. Ja, ich will nicht aufs Auge spielen, das ist langweilig. Aber wir können diese Blätter hier nehmen. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Time friends, I had a mirror, I even had a part.